Liebe Sternfreundin, lieber Sternfreund, herzlich willkommen zu unserem Video Der Winterhimmel 2015. Der Winter ist die Jahreszeit, in der die Natur ruht. Die Tage sind kalt und kurz. Die Sonne scheint mittags nur wenig über den südlichen Horizont. Jetzt bedeckt Schnee die Felder. Die Nächte sind lang und dunkel. Für den Sternfreund ist es die beste Zeit, ausgiebig den Sternhimmel zu beobachten. Der abendliche Sternhimmel wird dominiert von den markanten Sternbildern des Winterhimmels. Dazu zählen der beinahe im Zenit stehende Fuhrmann, das auffällige V des Stiers, der markante Orion, der tief im Süden stehende große Hund, der kleine Hund und die Zwillinge. Diese Sternbildgruppe kann man sich mit einer übergeordneten Sternbildfigur leicht merken. Dazu zieht man zwischen den hellsten Sternen, den Hauptsterne der genannten Sternbilder, eine Verbindungslinie. Angefangen von dem hellen, gelblichen Stern Capella im Sternbild Fuhrmann, geht es zum rötlichen Stern Aldebaran im Stier. Von dort weiter zum linken Fußstern des Orions, dem Stern Rigel. Von Rigel aus ziehen wir die Linie weiter zum hellen Stern Sirius im großen Hund. Von hier geht es wieder nach oben zum Stern Prokyon im kleinen Hund. Weiter geht es zu den Zwillingssternen Castor und Pollux und weiter, bis wir wieder bei dem Ausgangsstern Capella angelangt sind. Diese Figur kennen die Sternfreunde als Wintersechseck. Bevor wir mit unserem Himmelsspaziergang beginnen, wollen wir uns erst einmal orientieren. Dazu suchen wir das Sternbild Großer Wagen. Das steht früh am Abend tief über dem nordöstlichen Horizont. Dicht über dem Horizont beginnt die Linie der drei Deichselsterne, an die sich die vier Sterne des Wagenkastens anschließen. Mit den beiden oberen Kastensterne können wir den Polarstern und somit die Nordrichtung finden. Dazu verlängern wir die Entfernung zwischen den beiden Sternen um das Fünffache nach links. Dort finden wir einen nicht allzu hellen Stern innerhalb von noch dunkleren Sternen. Das ist der Polarstern oder Nordstern. Der Polarstern ist das Ende der Deichsel des nach unten gerichteten kleinen Wagens. Zwischen den Sternbildern Großer Wagen und Kleiner Wagen schlängelt sich entlang des Nordhorizonts eine Linie von Sternen, die in einem kleinen Viereck endet. Das ist das Sternbild des Drachen. Verlängern wir die von den zwei Kastensternen des Großen Wagens ausgezogene Linie zum Polarstern über den Polarstern hinaus, kommen wir zu einem unscheinbaren Sternbild, das aussieht wie ein Haus. Das ist das Sternbild des Kepheus. Ziehen wir von dem mittleren Deichselstern des Großen Wagen eine Linie über den Polarstern, dann kommen wir zu einem Sternbild, das aussieht wie ein auf den Kopf gestelltes W. Das ist das Sternbild Cassiopeia. Die Kassiopeia finden wir am frühen Abend hoch am Himmel stehen, und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Kassiopeia in einem Himmelsareal steht, in dem ganz viele schwache Sterne zu sehen sind. Das ist die Milchstraße. Zurück zum großen Wagen. Die Sternbilder Großer Wagen und Kleiner Wagen werden Sie vergeblich auf einer drehbaren Sternkarte oder anderen Sternkarten suchen. Die sieben Sterne, die wir als großen Wagen bezeichnen, gehören zu einer größeren, aus schwächeren Sternen bestehenden Sternenansammlung, die astronomisch korrekt als große Bären bezeichnet wird. Den kleinen Wagen finden wir als kleine Bären auf den Sternkarten. Mit den Sternbildern große Bären, kleine Bären, Drachen, Kepheus und Cassiopeia haben wir die Sternbilder kennengelernt, die wir sowohl die ganze Nacht als auch das ganze Jahr über sehen können. Diese Sternbilder stehen so nah an dem Polarstern, dass sie von uns aus gesehen niemals untergehen.
Wir nennen sie deswegen die zirkumpolaren Sternbilder. Gehen wir nochmal zurück zum Polarstern. Wenn wir vom Polarstern eine Linie zum Horizont ziehen, dann haben wir die Nordrichtung gefunden. Rechts von uns ist Osten, links von uns Westen und hinter uns Süden. Wir wollen mit unserem Himmelsspaziergang im Westen anfangen. Hier sehen wir die herbstlichen Sternbilder, die sich nun langsam vom Abendhimmel verabschieden. Das sind das große Herbstviereck, das wir bereits als Pegasusviereck kennengelernt haben, und die sich an den Pegasus anschließende Andromeda. Unterhalb des Pegasus sehen wir das Tierkreissternbild Fische, links von den Fischen noch den unscheinbaren Widder. Unterhalb der Fische steht der Walfisch. Wenn wir unsere Beobachtung bereits kurz nach Sonnenuntergang oder bereits in der Dämmerung begonnen haben, wird uns tief über dem südwestlichen Horizont ein sehr heller Stern auffallen, über dem in der Dämmerung bald ein etwas schwächerer Stern auftaucht. Was wir da scheinbar als helle Sterne zu sehen bekommen, erweisen sich bei genauer Betrachtung als die Planeten Venus und Mars im Sternbild der Fische. Es lohnt sich, die beiden Planeten in den kommenden Wochen immer wieder mal zu betrachten, denn am 21. Februar 2015 wird die Venus ganz dicht am Mars vorbeiwandern. Dazu kommt noch die schmale Mondsichel. Im größeren Fernglas oder kleinem Teleskop können wir erkennen, dass das Venusscheibchen nur zum Teil von der Sonne beleuchtet wird. Wenn wir mit einem Fernglas beobachten, dann können wir uns auch mal auf die Suche nach dem Planeten Uranus machen, der in den Fischen leicht links unterhalb des Pegasus-Viereck zu finden ist. Jetzt wollen wir uns den Wintersternbildern widmen, die über dem Südhorizont stehen. Es ist ein wirklich prächtiger Anblick. Wie bereits erläutert, bilden die sechs hellsten Sterne der Sternbilder Fuhrmann, Stier, Orion, Großer Hund, Kleiner Hund und Zwillinge das Wintersechseck. Den Fuhrmann mit dem hellen, gelblichen Stern Capella finden wir fast im Zenit. Wir müssen unsere Köpfe ganz schön in den Nacken legen, um den Stern zu sehen. Der Fuhrmann sieht aus wie ein großes Fünfeck, dessen rechte, obere Ecke die Capella bildet. Unterhalb der Capella steht ein kleines Dreieck. In dem Fuhrmann sahen die alten Griechen einen Ziegenhirten, der in seinen Armen eine Ziege hält. Kein Wunder also, dass Capella übersetzt kleine Ziege bedeutet. Rechts vom Fuhrmann schließen sich die beiden Sternbilder Perseus und Cassiopeia an, die wir schon am Herbststernhimmel kennengelernt haben. Rechts unterhalb des Fuhrmann finden wir den Stier mit dem rötlich strahlenden Hauptstern Aldebaran. Um Aldebaran steht eine Gruppe von Sternen, die ein auffälliges nach links bzw. Osten geöffnetes V bilden. Diese Sternengruppe ist ein offener Sternhaufen, der als Hyaden bezeichnet wird. Der obere Schenkel des Vs trifft in der Verlängerung auf den Fuhrmann. In der Fantasie der Griechen bildete das V des Stiers den Stierkopf mit den nach Osten gerichteten Hörnern. In Aldebaran sahen sie das rötliche Auge des Stiers. Oberhalb der Hyaden sieht man eine kleine Sterngruppe, die beinahe aussieht wie der kleine Wagen. Da man dort in dunklen Nächten mit bloßem Auge etwa sieben dicht beieinander stehende Sterne steht, wird diese Sterngruppe auch als Siebengestirn bezeichnet. Das Siebengestirn ist auch als Plejaden bekannt und ist ein offener Sternhaufen. Wir werden später noch einmal auf das Siebengestirn zu sprechen kommen. Östlich vom Stier, also links von ihm, finden wir ein wie ein längliches Rechteck aussehendes Sternbild, an dessen östliches Ende zwei helle Sterne stehen. Das sind die Zwillinge mit den beiden Sternen Castor mit O wie oben und Pollux mit U wie unten. Die Zwillinge und der Stier
gehören zu den Sternbildern des Tierkreises, durch die die Sonne ihre scheinbare Bahn im Jahreslauf zieht. Jetzt kommen wir zu dem prächtigsten und prägnantesten Sternbild des Winterhimmels, der Orion. Unterhalb von Stier und den Zwillingen steht er, der gewaltige Himmelsjäger. Hellrot leuchtet Betelgeuse, der rechte östliche Schulterstern, und westlich von ihm etwas dunkler Bellatrix, die linke Schulter. Oberhalb der Mitte zwischen den beiden Sternen stehen vier schwächere Sterne dicht beieinander. Das ist der Kopf des Jägers. Auffällig ist auch eine aus drei eng beieinander stehenden Sterne gebildete Sternenkette, die leicht schräg von rechts oben nach links unten verläuft. Sie markiert den Gürtel des Orions und werden daher die Gürtelsterne genannt. Es sind von links nach rechts die Sterne Alnitak, Alnilam und Mintaka. Schauen wir von Mintaka aus nach unten, kommen wir zu dem hellsten Stern des Orion, dem Rigel. Mit Rigel schauen wir auf den linken Fuß des Orion. Nach Osten folgt der etwas dunklere Stern Seif, der das rechte Knie des Orion markiert. In der Fantasie der Menschen des Altertums sehen wir in der Figur des Orion einen nach links gerichteten, sich gegen den Stier wehrenden Krieger. Das Bild komplettiert sich durch eine westlich von Bellatrix stehende, leicht geschwungene Sternkette, die den Schild des Orion andeutet, und von einer oberhalb des Betelgeuse zu findenden Sternenreihe, die den ausgestreckten Arm mit Keule des Orion darstellt. Eines haben wir aber noch vergessen. Unterhalb des mittleren Gürtelsterns Alnilam finden wir eine kleine, nach unten verlaufende Sternkette, das Schwertgehänge. Schauen Sie sich mal den mittleren der drei Sterne ganz genau an. Sie blicken hier auf keinen Stern, sondern auf einen gewaltigen 30 Lichtjahre durchmessenden Nebel aus Gas und Staub. Im Fernglas oder Teleskop zeigt sich dieser als großer Orionnebel bezeichnete Gasnebel seine wunderschöne Gestalt. Der Orionnebel ist ein Sternentstehungsgebiet. Wir blicken hier sozusagen in eine von vielen Entbindungsstationen unserer Galaxis. Darüber später noch mehr. Jetzt schauen wir weiter. Dicht unterhalb des Orion sehen wir eine Reihe von Sternen, die das Sternbild Hase bilden, und westlich vom Orion eine geschwungene Kette schwacher Sterne. Das ist das Sternbild Eridanus, der Fluss zum Totenreich der Griechen. Leider ist der Eridanus nur in ganz dunklen Nächten abseits der lichtverschmutzten Städte zu sehen. Östlich unterhalb des Orion sehen wir einen sehr hellen, weißlich leuchtenden Stern. Das ist Sirius, der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund. Mit etwas Fantasie können wir in den umliegenden Sternen einen Hund erkennen. Sirius ist der hellste Stern am Himmel und zählt mit seinen 8,6 Lichtjahren Entfernung zu uns zu den Nachbarsternen der Sonne. Zwischen Großer Hund und den Zwillingen finden wir einen weiteren hellen Stern. Das ist Procyon, der Hauptstern des unscheinbaren Sternbilds Kleiner Hund. Nun haben wir die wichtigsten Sternbilder des Winterhimmels vorgestellt und wollen jetzt auf einige schöne Objekte für das Fernglas oder Teleskop hinweisen. Für das Fernglas gibt es am Winterhimmel einiges zu entdecken. Und wenn man es geschickt anstellt, kann man sogar anhand einiger Beispiele verschiedene Stationen der Entwicklung der Sterne sehen. Wir beginnen unsere Reise durch die Entwicklungsgeschichte der Sterne bei dem schon erwähnten großen Orionnebel im Schwertgehänge des Orions. Dieses, unter den Astronomen auch als Messier 42 oder kurz M42 bekannte Gas- und Staubgebiet, ist etwa 1200 Lichtjahre von uns entfernt. Bereits mit bloßem Auge kann man das Nebelfleckchen erkennen.
Mit dem Fernglas bekommt man schon einen ersten Eindruck von dem Aussehen der Wolke. Mit größer werdendem Teleskop erkennt man immer mehr und sogar filigranere Teile dieses Sternentstehungsgebietes. In Aufnahmen des Hubble Space Teleskops kann man sogar junge Einzelsterne mit dünnen Staubscheibchen erkennen, in denen man die Entstehung von Planeten vermutet. Wenn wir vom Orion einen größeren Sprung machen, über die Sternbilder Fuhrmann, Perseus zur Kassiopeia hin, sehen wir mit dem bereits im Herbst vorgestellten offenen Sternhaufen H und Chi im Perseus ganz junge Babysterne. Die in diesen beiden Sternhaufen sichtbaren Sterne sind gerade mal zwischen 3,2 Chi und 5,6 H Millionen Jahre alt. Schon bedeutend ältere, aber immer noch zu den jungen Sternen zählend, finden wir in dem schon kurz vorgestellten Siebengestirn im Sternbild Stier, das auch als Plejaden oder M45 bezeichnet wird. Dieser gerade mal 125 Millionen Jahre alte und etwa 440 Lichtjahre von uns entfernte offene Sternhaufen enthält einige hundert Sterne. Am Himmel erscheint der Sternhaufen so groß wie vier Vollmonddurchmesser. Im kleinen bis mittleren Fernglas kann man die Pracht dieses Sternhaufens am besten bewundern. Die Plejaden zeigen in Aufnahmen noch eine wunderschöne Besonderheit. Um die hellen Sterne des Haufens erkennt man im bläulichen Licht strahlend verschiedene Reflexionsnebel. Das sind Gasnebel, die das Licht der Sterne zurückstrahlen. Wenden wir unser Blick zu den Sternbildern Fuhrmann und Zwillinge, können wir weitere offene Sternhaufen verschiedenen Alters betrachten. Hierfür empfiehlt sich wieder der Einsatz eines Fernglases, da die schwachen Objekte mit bloßem Auge nur fernab der Städte zu sehen sind. Über dem der beiden Sterne Castor und Pollux gegenüberliegenden Ende des Vierecks der Zwillinge liegt der offene Sternhaufen M35. Hier stehen bis zu 200 Sterne, die 100 Millionen Jahre alt sind. Der Sternhaufen ist gut 2800 Lichtjahre entfernt und dessen Sterne verteilen sich auf einen Durchmesser von gut 24 Lichtjahre. Blicken wir in das Fünfeck des Fuhrmanns, sehen wir die drei Sternhaufen M36, M37 und M38, hier auch als Seesternhaufen bezeichnet. M36 ist mit 25 Millionen Jahren der jüngste der drei Sternhaufen. Die Sterne von M38 sind gut 200 Millionen Jahre und die von M37 300 Millionen Jahre alt. Alle drei Sternhaufen sind etwa 4400 Lichtjahre entfernt und deren Sterne verteilen sich auf einen Raumbereich von 15 bis 25 Lichtjahren Durchmesser. Blicken wir vom Fuhrmann zurück zum V des Stiers mit dem rötlichen Aldebaran, so sehen wir einen weiteren offenen Sternhaufen. Wir sehen hier die Hyaden, eine Sternengruppe, die mit 625 Millionen Jahre schon langsam erwachsen werden. Aldebaran gehört nicht zu diesem Sternhaufen, da er mit seinen 66 Lichtjahren Entfernung fast 100 Lichtjahre vor dem Sternhaufen steht. Mit seinen 2,5 Sonnenmassen und fast 50 Sonnenradien zählt Aldebaran zu den roten Riesen und steht am Ende seines Lebens. Ganz so wie der rote Schulterstern des Orions, der Betelgeuse. Er bringt es auf 20 Sonnenmassen und fast 700 Sonnenradien oder gut 3 astronomische Einheiten. Würde Betelgeuse im Zentrum unseres Sonnensystems stehen, würde er sich bis in den Asteroidengürtel erstrecken. Betelgeuse ist ein Stern, der kurz vor dem Ende seines wohl recht kurzen Lebens steht. Das sehen die Astronomen daran, dass die Helligkeit des Sterns sich in einem Zeitraum von etwas mehr als 2000 Tage mehr oder weniger regelmäßig recht deutlich schwankt. Der Stern pulsiert. In nächster Zeit,
Also in gut 1000 bis 100.000 Jahren wird er zu einer Supernova werden. Dann wird er sein Leben mit einer gewaltigen Explosion beenden. Dabei wird er so hell werden, dass er sogar die hellen Planeten überstrahlt und am Taghimmel sichtbar würde. Er könnte sogar so hell werden wie der Vollmond. Man nimmt an, dass Beteigeuze nach der Explosion noch so viel Masse hat, dass er zu einem schwarzen Loch zusammenschrumpft. Was von einem Stern nach einer Explosion noch zu sehen bleibt, sehen wir in der Nähe des Sterns, der das Ende des unteren Horns des Stiers markiert. Dort steht der in einem kleinen Teleskop als Nebelschleier zu sehende Krebsnebel oder M1. An dieser Stelle ist im Jahr 1054 überall auf der Welt ein sehr heller Stern beobachtet worden. Der war so hell, dass man ihn auch tagsüber sehen konnte. Man hat hier also eine Supernova sehen können. Mit M1 schließt sich der Kreis des Sternlebens. Wir wollen jetzt unseren Blick nach Osten wenden. Dort sind die Sternbilder des Frühjahrssternhimmels bereits aufgestiegen. Östlich von den Zwillingen steht das kleine und unscheinbare Tierkreissternbild Krebs, gefolgt von dem auffälligen Sternbild Löwen. Dicht über dem östlichen Horizont steigt die Jungfrau auf. Löwe und Jungfrau zählen ebenfalls zum Tierkreis. Lassen wir den Blick weiter entlang des Horizontes nach Norden wandern, sehen wir noch die Sternbilder Bootes oder Bärenführer, nördliche Krone und Herkules. In den frühen Morgenstunden folgen bald die Sternbilder des Sommerhimmels. Aber nochmal zurück zu den Tierkreissternbildern Krebs und Löwe. Zwischen den beiden Sternbildern ist ein sehr heller Stern zu sehen, der bereits bei Sonnenuntergang im Osten sichtbar wird, die ganze Nacht über am Himmel steht und erst in der Morgendämmerung im Westen untergeht. Der Stern, den wir da die ganze Nacht über bestaunen können, ist kein Stern, sondern ein Planet. Das können wir daran erkennen, dass der Planet gegenüber den Sternen ein sehr ruhiges Licht abgibt und nicht flackert. Es ist der Gasriese Jupiter, der uns zur Beobachtung einlädt. Bereits im Fernglas ist Jupiter ein sehr schönes Objekt. Können wir doch seine vier großen Monde, die vor 400 Jahren von Galileo Galilei im Teleskop entdeckt wurden, betrachten. Schauen wir uns den Planeten über mehrere Stunden oder gar Tage an, können wir die Bewegung der Monde um den Jupiter verfolgen. Der innerste der vier galileischen Monde ist Io, gefolgt von Europa, Ganymed und der äußerste Mond ist Callisto. Bis auf Europa sind die großen Jupitermonde größer als der Erdmond. Ganymed ist sogar der größte Mond im Sonnensystem. Io braucht gut 2 Tage, um einmal um den Jupiter zu laufen. Ganymed schon über 16 Tage. Neben den Monden hat der Jupiter noch einiges an Oberflächendetails zu bieten. Da der Jupiter ein gewaltiger Gasriese ist, also hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht, können wir dort keine Krater oder Ähnliches sehen. Wir blicken auf die Atmosphäre des Gasplaneten und sehen dort im Teleskop Atmosphärenbänder, die je nach Nähe zum Jupiter-Äquator unterschiedlich gefärbt sind. Von Zeit zu Zeit ist auch der berühmte große rote Fleck zu sehen. Das ist ein gewaltiger Wirbelsturm auf dem Jupiter, der so groß ist, dass dort die Erde Platz finden würde. Schaut man sich den Jupiter über mehrere Stunden an, kann man seine Rotation sehen. Immerhin braucht er nur knapp 10 Stunden für eine Umdrehung um seine Achse. Zu guter Letzt möchten wir noch einen Ausblick auf eine besondere Himmelserscheinung im Frühjahr 2015 geben. Am Vormittag des 20. März können wir von Deutschland und Europa aus eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. In Frankfurt am Main beginnt das Schauspiel um 9:30 Uhr. Um 10:38 Uhr wird dann die maximale Bedeckung erreicht sein. Und um 11:50 Uhr endet das Schauspiel.
Fast drei Viertel der Sonnenscheibe wird zur maximalen Bedeckung vom Mond verdeckt sein. Das Schauspiel kann man mit speziellen Finsternisbrillen oder mit Objektivfilter ausgerüsteten Ferngläsern oder Teleskopen beobachten. Keinesfalls sollte man ungeschützt in die Sonne gucken, da eine Schädigung der Augen bis zum Erblinden drohen kann. Mit dieser Vorschau möchten wir uns bei Ihnen bedanken und wünschen Ihnen viele klare und spannende Beobachtungsnächte. Bis zum nächsten Mal.